Wir beide übereinstimmend erklären, dass wir die Ehe als gescheitert betrachten. Die Ehe als gescheitert betrachten? Ja. Ich kann das nicht. Weißt du was? Ich schick dir die Scheidungspapiere zu und dann musst du das mit deinem Anwalt besprechen. Scheidungspapiere? Na, ob die was nützen? Also wenn Sie Barbara loswerden wollen, empfehle ich Ihnen die sizilianische Variante, die Schrotflinte. Oder wäre der Gift lieber? Aber sehen Sie zu, dass es endgültig ist, sonst hätte das Auswirkungen auf Ihre Gesundheit. Barbara! Na, seien Sie doch froh, dass Sie die Giftspritze los sind. Sie sind ein dermaßen gefühlloses, arrogantes... Contenance, mein Lieber. Was machst du denn da? Schuhe beschriften. Was? Ich hab dich nicht verstanden. Du, bei uns im Flur ist es anscheinend so dunkel, dass die Käthe Schwierigkeiten hat, ihre Schuhe zu finden. Und deshalb markiere ich sie für sie. Du machst was? Ja, du wirst jetzt vielleicht lachen. Aber die wollte vorher in meinen Winterstiefeln in den Fürstenhof. Ja, aber in denen kann sie doch Boot fahren. So was merkt man doch. Sie nicht. Wieso? Ich weiß nicht, wieso. Jedenfalls hat sie es nicht gemerkt, Hildegard. Ja, vielleicht wird sie tatsächlich ein bisschen schlusslich. Also, Alfons, mit sowas spaßt man nicht, hm? Das ist kein Spaß. Also, wenn hier einer schusslich ist, dann bist du das. Wieso? Diese Schuhe, die du gerade mit Käthe abklebst, ja, die hast du mir voriges Jahr zu Weihnachten geschenkt. So. Also, tu die wieder dahin, wo sie hingehören. Und zwar ohne den Klebestreifen. Und mach die Kette nicht zum Kleinkind. Hä? Nein. Ja, von mir aus? Das ist ja großartig. Also, ich finde jetzt die Bilder nicht wirklich, also, sie sind jetzt nicht mein Geschmack, aber ich... Also, sie sind wohl wirklich schön, ne? Ach, Sie kennen sich aus. Nein, aber Eva... Ja, ich bin auch wirklich sehr froh, dass Herr Krenlinger mir seine Schwester zur Seite gestellt hat. Wir brauchen natürlich noch Rahmen für die Bilder. Oh, die bringe ich mit. Dann fragt sich nur noch, welches Bild wohin. Wir könnten sie natürlich auch auf Staffeleien stellen, das hätte was. Das wollte ich nicht ausstellen. Warum nicht? Es ist so schwermütig. Aber schön. Es heißt die Unglücklichen. Die Unglücklichen? Ja, sie kommen nicht zusammen, obwohl sie sich lieben. Das gefällt mir. Sie beide haben wohl einen Hang zum Tragischen. Hm? Was? Wie wir beide? Naja, Frau Krenlinger meinte vorhin, das sei auch ihr Favorit. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wo ich mich hier ein wenig frisch machen kann? Ja, selbstverständlich. Sie müssen jetzt einfach hier raus, den Gang durch, dann kommen Sie automatisch zum Blauen Salon, den gehen Sie auch durch. Wenn Sie da rauskommen, einfach links die kleine Treppe runter, dann ist es die rechte Tür, nicht zu verfehlen. Okay. Barbara, bitte warte. Barbara, es tut mir leid, dass du dir das mit anhören musstest.
Ich will nicht, dass wir so auseinandergehen. Machen wir uns nichts vor. Glück ist wahrscheinlich nur was für Leute, die naiv genug sind, um dran zu glauben. Und wir beide, wir haben dafür zu viel erlebt. Dann bin ich eben naiv. Du willst mich doch gar nicht. Barbara, ich... Verdammt nochmal, wer sagt denn, dass wir es nicht verdient haben, glücklich zu sein? Mit mir? Du hast doch gehört, was Werner gesagt hat. Doch egal, was der alte Sack giftet. Ja, mit dir. Will sie nicht ausstellen. Aber ich werde sie schon noch überreden. Ich glaube, da würde es sich ganz gut machen. Was ist? Tu es nicht. Heirate ihn nicht. Es wäre ein Fehler. Hör auf. Ey, ich... Wir hatten unsere Chance. Wir haben uns einfach nicht wirklich geliebt. Mit Markus ist das was anderes. Nein.